Hallo, liebe Zuschauer, willkommen zurück zu Gran Turismo Sport. Der gute Rimzur hat sich gewünscht, dass wir mal ein Rennen fahren. Ich habe mir gedacht, das machen wir. Ja, wir fahren mal ein Rennen, ein Offline-Rennen gegen KI-Gegner. Wir können dann bei Bedarf, wenn Bedarf besteht, auch nochmal ein Online-Rennen gegen menschliche Gegner spielen. Aber jetzt erst einmal ein normales Zeitrennen. Ich habe wieder den Porsche da oben ausgewählt. Welche Strecke nehmen wir denn mal? Wir nehmen nochmal Tokyo Expressway. Wie gesagt, den wir letztes Mal nachts gefahren und der gute Rimtor möchte sie jetzt mal tagsüber sehen. Dann fahren wir sie doch mal um 12.45 Uhr bei schönem Wetter. Wir wählen hier den Porsche aus. Ist irgendwie mittlerweile mein Lieblings-Porsche geworden. Automatikgetriebe. Und, ja komm, mittlere Herausforderung reicht vollkommen. Ich habe ihn wieder umlackiert. Das war der Porsche, mit dem ich auch in der grünen Hölle gefahren bin, auf den Nürburgring. Mit dieser Flip-Flop-Lackierung hat mir dann doch nicht so zugesagt. Ich habe mir jetzt einfach mal ganz normale weiße Lackiere genommen. Weiß. Hat irgendwas. Also im Weiß kommt der Wagen auch richtig schön rüber. Auch schon ein paar tolle Fotos gemacht. Im Scape-Modus. Wie gesagt, hatte ich ja schon mal angekündigt, dass ich da stundenlang drin rumhängen kann in diesem Modus. Und das mache ich auch. Freue mich immer, wenn ich ein paar richtig schöne Fotos hinbekomme. Unten sehen wir natürlich immer die Gegnerzüge oder die Gegner, auf die wir treffen. Und dann geht es gleich auch schon wieder los. Ich glaube, zwei Runden fahren wir, ne? Man kann auch noch benutzerdefinierte Rennen einstellen. Da kann man dann einstellen, wie viele Gegner und was für eine Art von Gegnern und wie viele Runden und weiß der Geier, was man da noch alles einstellen kann. Los geht's! Jetzt aber jemand hinten reingefahren. Ich versuche es ja immer, diese mein Gott, die Berührung zu vermeiden. Gerade im Online-Modus ist das wichtig, dass man da den Gegnern nicht reinfährt, denn das wirkt sich auf die Fahrerwertung und auf die Sportlichkeitswertung aus. Das schauen wir uns dann an, wenn wir den Online-Modus fahren. Und dafür kann man dann sogar gebannt werden, wenn man das andauernd macht. Ja, ihr beiden fahrt hier gut nebeneinander. Blockiert mich überhaupt nicht. Aber Junge, warum bremst du denn da? Man, da. War hier Amateure unterwegs. KI könnte man aber für sowas auch mal bestrafen, denn im Prinzip war ich auf der Innenseite vielleicht ein bisschen optimistisch, aber hallo? Ich weiß gar nicht, ob wir den überhaupt noch kriegen. Ja, mal gucken. Der scheint das gleiche Fahrzeug zu haben, aber ich habe für unseren Porsche hier schon die erste Tuningstufe eingebaut und die erste Gewichtsreduktion. Na, ich glaube, das macht sich jetzt auch bemerkbar. Ansaugen. Tschüss. Naja, er war deutlich schneller unterwegs. Junge, was passt denn ja schon wieder ein? Thank you.
kommt locker rein. Das sollte reichen. Vor allem, weil wir ihn vorhin ja auch auf dieser Geraden eingeholt haben. So, das war sogar eine gute Zeit. Ich glaube, mein Rekord liegt bei 2:11 auf der Strecke. Das war damals mit dem Porsche, ich glaube sogar mit dem BMW. Den ich euch auch noch irgendwann zeigen muss. Ja, die beiden Porsches vorne weg, die anderen fahren noch. Und das war ein Einzelrennen. Ihr seht ja schon, gibt das schöne Preisgeld, es gibt wieder die Meilen als Belohnung. Zurückgelegte Strecke, da muss ich noch ein bisschen was tun für das tägliche Ziel. Und Erfahrungsstufe mittlerweile 21. Darf sich die ganzen Ergebnisse nochmal angucken, wer ist denn letzter geworden? Letzter geworden ist der Rios aus Großbritannien. Schnellrunde sind wir gefahren. 2 Minuten 10.057. Ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal bei euch von dieser Stelle. An dieser Stelle werde aber noch hier die Wiederholung laufen lassen. Die könnt ihr euch da mal angucken und noch reinziehen. Dann seht ihr auch mal, wie so eine Wiederholung aussieht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye, bye.